applaudieren. Die deutsche Begeisterung in der Halle ist groß, zahlenmäßig vielleicht klein, aber sehr lautstark. Ein früher Break für Boris Becker im vierten Satz. Er ist 2:0 in Führung gegangen. Lendl deutete durch seine Körperhaltung wieder große Zweifel an diesem Ass an. 30er. Boris Becker ist 2:0 in Führung um 40:15. Er kann also diese Führung zum 3:0 ausbauen. Noch Spiel bei Becker. Er ist wütend auf seine Beine. Das hat in 40:15 plötzlich ein V-Teil rückgeworden. Lendl legt sich sehr weit schön nach vorn. Muss man zugeben. Muss man sagen, legt sich weit in diesen Ball hinein, in diesen Rückhand-Return und holt sich einen Breakball.
wunderschön dieser Aufschlag. Gut vorbereitet, gut durchgeführt. Wichtige Situation. Ja, jeder Punkt ist so wichtig. Schönes Spiel gewonnen. Becker mit dieser Rückhand wieder sehr schön Druck. Der Ball von Lendl ist aus. Überflüssige Diskussion mit der Linienrichterin, skeptisch 15. Diese Dame musste sich eben Fragen von Ivan Lendl gefallen lassen und die Linienrichter sind angewiesen, auf Fragen der Spieler überhaupt nicht zu reagieren. Sie nicht zu beantworten. Nicht nur hier im Masters, das ist immer so im Tennis. Fehler war das jetzt. Dieser hier. Sie wollen auf den Unforced Error hinaus? Wird sehr, sehr ernst genommen. Da steht selbst ein Berufsschiedsrichter.